Ja, ein Hallo und herzliches Willkommen bei einer weiteren Folge Dunkelheit. Ich sage immer M, das wird ein Lieblingswort von mir sein, das weiß ich jetzt schon. Oh! Ich merke gerade das Profil oben rechts neben meinem Leben, den Fokuspunkt und der Ausdauer. Es ist grauer geworden, wie meine Brustlunge. Oh. Okay. Was wollte ich sagen? Ja, ich habe ein bisschen Klarheit bekommen. Und zwar folgendes: Es gibt noch zwei Orte, die wir auschecken müssen. Und bevor wir runterkommen, da und bei der Schlucht, habe ich den Tipp erhalten, sollten wir vielleicht mal bei der Schreindienerin nachschauen und hier, wo ist das Ding? Hier, die Asche eines Bestatters sollten wir mal davon sollten wir mal unseren Nutzen ziehen. Und ja. Und Wurfmesser sollte ich vielleicht auch mal einsetzen. Lagerkiste. Habe ich. Oh. Okay. Ich habe keine Wurfmesser. Na gut, dann mache ich den Typen hoch, den Typen dort hinten aber Platz, damit er uns nicht wieder stört. Stört, 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 stört. Sehr gut. Ich habe doch was eingesteckt. Ich habe diesmal die Peitsche ausgerüstet. Ich glaube, rein strategisch werde ich die Glocke nicht verwenden, damit sie schnell zwischen Schwert und Peitsche wechseln kann. Ja, Essensverkommen nutzen und Wurfmesser. Dann bin ich soweit bereit. Die Peitsche, ne? Ist ein bisschen langsam, da sollte ich vorsichtig sein. Gut. Ja, dann Runde 2. Bäm, 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 Mortal Kombat. Deadly Fight. Okay. Oh, ich sehe dieses graue Geschwür am Profil, da entlang zieht sich jetzt die Glut. So, irrer Finstergeist, Tempelritter, Odrek. Ich erwarte dich. Guten Tag. So, er hat das Schwert, das heißt, ich habe den Schild. Er hat den Schild, das heißt, ich habe die Peitsche. Wollte ich nicht. Spüre meine Peitsche. Bande der Wirbelsäule. Ja.
So geht das auch. Ich hoffe mal, ihr lässt Glück und Intelligenz zählen. Also, ich meine, das gilt mit, ne? Als guter Kampf, ja. Hey, hurra! Hey, die Peitsche bringt was, ne? Ja, so viel dazu. Ich glaube, ich könnte mal so ohne Helm ein bisschen rumlaufen, ne? Warum auch nicht? Gut. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eine Sache erledigt auf der Stricheliste, auf der Aufgabenliste. Jetzt, halt, Moment. Muss ich hier hin? Nein. Ich muss zum anderen Leuchtfeuer hinreisen. Reisen, genau, und zwar hier. Lederstufen, Handschuhe aus weichem Leder. Eine sehr gängige Schutzkleidung, genau. Ja, dadurch muss ich. Ja, also ich kann oben hin. Okay. Ja, was würde ich sagen? Ich kann oben hin zum Turm und mit dem da sprechen. Da passiert nichts, da verpasse ich nichts. Arbeiter, Handschuhe und Abfall. Wow. Und dann muss ich noch zur Scheune, weil da gab es noch was, was ich beenden muss. Mir anschauen muss. Ja. Und ich versuche mal schnell zu machen. Hoch. Okay, das ist was Neues jetzt. Okay. Das ist wirklich was Neues. Dass die alle auf einmal angreifen, das ist so. Hey, immerhin, wir sehen was Neues jetzt. Juhu. Gut, ich heile mich mal. Blim blim. Blim blim. Naja, blim blim. Gab es nicht ein Pokémon, was blim blim und so gemacht hat? Ja, ich sollte vielleicht nicht so hochmütig werden. War das hier? Auf jeden Fall, es gab eine Kiste. Aha! Hier! Hier sollte ich noch was auschecken. Genau. Boah, zum Glück habe ich das noch gesehen. Alter, machen die Schaden. Okay. Au. Okay. Hoch. Okay, so viel Action.
glaube, hier ist die Armbrust vonnöten. Oder auch nicht. Doch. Okay, dann mache ich mal ganz vorsichtig und schnell Waffe wechseln. Ja. Ne? Übrigens, ich habe hier die Holzbolzen mit den Standardbolzen gewechselt, weil ich habe scheinbar Holzbolzen drin gehabt. Standardbolzen und Holzbolzen gekauft. Jawohl. Das wollte ich nicht. R ist für mich immer nachladen. Au. Na gut. Das war der. Oh, der hat was getroppt. Das war der Typi. Dann. Weiter zu dem da. Au. Das muss ich noch ein bisschen üben. Jawohl. Ja, jetzt haben wir sogar auch mal tatsächlich sinnvoll die Armbrust eingesetzt. Hurra! Gut. Oh, ah, hier liegt ja was. Das ist so schwindende Seele. Okay. Ah, ich hätte auch einfach. Ja, okay. Sag mal, wie viel seid ihr denn? Sklavenkapuze. Hey, Kreirat-Look. Da liegt noch was. Ich geh erstmal da hoch. Sklavenachs. Ah. Ah, schaut mal. Die dicke, die Missionarin ist verschwunden. Okay. Ja, okay, hier geht's noch hoch. Ja, hier ging's noch weiter. Heimknochen. Hoch. Das ist ein Ding, was lebt. Was ist hier? Da gehe ich noch nicht hin. Okay, so 30 Minuten, schnell, 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 keine Zeit verlieren. Auch wenn es gerade so schön interessant ist. Hier war gar nichts. Ich werde dich nicht überfallen. Nein, okay. Hast du noch was für mich zu toppen? Nein. Nein. Ah, das ist der Typ wie von der. Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Oh, hier ist ja auch noch was. Brandbombe, 6 Stück. Oh, wow. Ach, ich komme hier wieder hoch. Sehr gut. So. Dann muss ich da lang. Flankenschild. Die Zielanvisierung visiert nicht an. Reden? Ah, okay. Ach ja, 14 Minuten, das kann man noch machen. Noch eine Omi dahin. Trägt der Enkel einen Käfig. Für immer er und sein Käfig. Und Omi kommt nie zurück. Komm in den Käfig und werde Omis Schatten. Was?
Okay. Ja. Weiter geht's in dieser Folge nicht weiter. Was laber ich? Ich habe gerade überlegt. Entschuldigung. Also, nächste Folge, da gehen wir da runter hin, wo die Bombentypen sind. Und dann besuchen wir mal die Schreindienerin. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.